Was sollten wir mit diesen Kettenliedern jetzt machen? Ganz ehrlich, einschmelzen. Jedes einzelne davon. Ich denke auch, dass wir müssen sie dem Feuer überantworten und von ihm reinigen lassen. Das finde ich auch gut. Was machen wir mit diesem Gewölbe? Wir sollten überprüfen, ob die Leichen tatsächlich hier sind. Dann können wir nämlich einschätzen, wie wahr diese Liste dort ist. Vielleicht sind es auch nur Hirngespinste der Kultisten. Dass es Hirngespinste sind, natürlich, aber... Aber wenn die Leichen tatsächlich hier sind, muss man zumindest in der Priesterkaiserzeit so großen Einfluss gehabt haben, um die Leichen der Herrscher an sich bringen zu können. Oder wenn die Leichen nicht hier sind, ihre Namen stehen auf der Tabelle. Es kann gut sein, dass jeder einzelne von ihnen tatsächlich ein... Ja, richtig. Richtig, das möchte ich aber prüfen. Wir schauen nach, ob ihre Leichen tatsächlich hier sind. Wenn sie tatsächlich Anhänger sind, müssen ihre Leichen hier sein. Ich denke nicht, dass wir die Gräber öffnen sollten. Sie wurden nicht Boron-gerecht begraben. Wenn da wirklich Leichen drin sind, dann wird uns wahrscheinlich eher eine Mumie oder etwas Ähnliches entgegenspringen. Ich denke, mit einer Mumie könnten wir es aufnehmen. Ich will es lieber nicht herausfordern. Und nach 600 Jahren sind sie eh zu Staub zerfallen. Erinnert euch zurück an diese Krypta, die wir gefunden haben, oben in dieser Villa. Die war auch leer. Aber warum dann die Särge? Also, ich nehme an, entweder lagern tatsächlich Leichen in ihnen oder vielleicht auch Gegenstände. Vielleicht sind das ihre... Naja, ich sehe hier nirgendwo ein Regal. Und wenn dieser Kult tatsächlich so alt ist, bezweifle ich, dass er nur über, sagen wir mal, von Mund zu Mund weitergegeben wurde. Da würden doch mit Sicherheit Bücher oder so etwas existieren, oder nicht? Nun, wenn ich ein geheimer Kult, einem geheimen Kult angehören würde, würde ich auch keine Aufzeichnungen führen. Aber sie führen hier eine Liste. Also, dass sie jetzt noch Bücher führen, halte ich nicht für unwahrscheinlicher. Das stimmt wohl. Und wenn es schon diese eingemeißelten Namen gibt. Und wenn es nicht hier lagert, wüsste ich nicht, wo dann. Ich meine, hier ist die Liste von ihren vermutlichen Anführern. Die Statue hat ein verändertes Gesicht. Vielleicht verändert sie die Tafel auch. Möglich. Fügt neue Namen hinzu, wenn sie erwählt werden. In dem Fall... Also das alles hier unten, das muss auch alles zerstört werden. Aber wir sind uns einig, dass zumindest die Statuen zerstört werden, richtig? Selbstverständlich. Alles hier sollte vernichtet werden. Wie groß sind die Statuen? Für Menschen groß. Okay. Wir sollten einmal ausprobieren, ob dieser Ort unter... sagen wir einmal, dem dämonischen Schutz von diesem Götzen steht. Wir haben ja schon festgestellt, dass das leider nicht möglich ist, das mit Magie festzustellen. Richtig, ich möchte gerne die Statuen zerstören. Wenn sie sich tatsächlich verwandeln können, gehe ich davon aus, dass sie sich entweder wieder selbst errichten oder wir sie gar nicht erst zerstören können. Wie wollt ihr denn diese Statuen zerstören? Ich klopfe mit einem Stab mal gegen eine Statue. Klonk, klonk. Das ist massives Gold. Also die sind alleine vom Materialwert, unabhängig davon, wie sie gewertet sind, ist das sicherlich viele, viele tausend Dukaten wert. Naja, aber Vorschlaghammer kommt hier nicht weiter. Aber mir Gold ist ein sehr weiches Metall. Aber auch ein sehr schweres Metall. Das ist richtig. Ich würde auf die Beine zielen und dort an dünnen Stellen die Beine durchtrennen, sodass die Statue dann hinfällt. Es geht ja nur darum, die zu zerstören, nicht sie zu entstellen. Und ihr versteht, was ich meine? Mhm. Na dann, trete mal zwei Schritte zurück.
Ja, ich nehme mal den Vorschlaghammer. Ich leuchte. Und versuche mal dagegen die Beine zu schlagen. Ja, gib mir mal eine Körperkraftprobe. Hab ich befürchtet. Oh, komm, das würfel ich neu. Wofür habe ich denn hier den Schicksalspunkt? 18. So. 12 Punkte. Ja, dann kannst du unten gegen die Beine gegenschlagen, wuchten und sie gibt tatsächlich nach unter dem Vorschlaghammer. Merkst aber auch, wie der Hammer selbst in deiner Hand erzittert und erbebt. Ich gebe dir mal ein W6 Ausdauerschadenspunkte. Einfach weil der Hammer wieder weiter in deiner Hand vibriert. Sondern einfach überträgt. Und dann kippt die Statue, bricht weg und fällt zunächst auf den ausgestreckten Arm. Der Arm bricht ab und ja, dann fällt der Rest eben nach. Der Rest geht aber nicht kaputt. Also, wie gesagt, das ist ein Metall. Weich mag richtig sein, aber weicher als Eisen, weicher als andere Metalle, aber es ist halt trotzdem immer noch ein Metall. Entsprechend, ne? Du hast jetzt eben die Beine abgerissen und auch der Arm gibt nach. Die ist also nicht unzerstörbar. Muss reichen. Ich fürchte fast, wir brauchen eher eine Spitzhacke oder eine große Streitaxt. Was machen wir überhaupt mit diesem ganzen Material? Ich bin mir ziemlich sicher, es hat irgendwelche dämonischen Einflüsse. Gute Frage. Ich denke nicht, dass wir es einfach benutzen sollten. Denke ich nämlich auch nicht. Wir sollten es erstmal eine Weile auf geweihtem Boden zwischenlagern, so wie mit der Rüstung. Vielleicht einfach einschmelzen, zu Barren gießen und dann im Hesinnentempel einsperren. Wisst ihr, was mir dabei Sorgen macht? Dass dieser Dämonenanbeter immer noch in Tempeln sich wohlfühlen. Ich dachte, das sei nicht möglich. Ich dachte, in heiligen Gebäuden würden die Anbeter der Dämonen leiden. Ja, das stimmt wohl. Wir sind hier mitten in einem Kraias-Tempel. Ich dachte, sie würden vor endlosen Qualen und göttlicher Strafe dahin siechen, aber... Aber das tun sie nicht. Vielleicht, wenn wir dieses Zeug hier in einen anderen Tempel schaffen, geben wir ihnen nur eine Hintertür, durch die sie hineinkommen. Genau. Ich meine, das ist hier ein Praios-Tempel. Also. Man sollte zumindest davon ausgehen, dass es geweihter Boden ist. Überprüfen kann ich das natürlich nicht. Es kann natürlich auch zu Tempelentweihungen kommen in den besetzten Gebieten. Im Osten ist das öfter passiert. Aber ich denke doch, dass es die Geweihten, die hier tagtäglich ihren Dienst versehen haben, früher gemerkt hätten. Denke ich nämlich auch. Ich weiß nicht. Da auf jeden Fall, ja, sie sollten einfach eingeschmolzen werden, was wir danach mit ihnen machen. Irgendwo wegsperren. Ich habe noch eine weitere Frage. Wer, wenn nicht wir, soll nachprüfen, was in diesen Särgen liegt? Ich würde ehrlich gesagt sagen, dass wir vermutlich so ziemlich die kampfstärkste Truppe sind, die Gareth momentan zur Verfügung hat. Und ja, dennoch. Ich denke, wir sollten dafür eher Hilfe holen von der Sonnenlegion oder von Bruder Stygomar. Nein, Bruder Stygomar hat genug zu tun. Wenn der Rat, den er mir damals mit der Krypta oben im Heldenberg gegeben hat, immer noch steht, dann ist das hier, weil es eben ketzerisch ist, ist es unsere Pflicht, nachzusehen, was in den Särgen ist und, wenn es gefährlich ist, zu vernichten. Das denke ich nämlich auch. Ich denke, niemand außer uns hat momentan noch die Kapazitäten, um sich darum zu kümmern. Die Sonnenlegion ist völlig ausgelastet mit Räumungsarbeiten und mit der Bewachung des Splitters und da möchte ich sie ungern von abziehen. Das sind zu wichtige Aufgaben. Also schlagen wir diesen Sarkophag in zwei. Richtig. Wir sollten uns aber darauf vorbereiten, dass was auch immer da rauskommt, vermutlich eher uns unfreundlich gesinnt ist. Ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Ich halte es auch für keine gute Idee, aber wir haben keine Wahl. Also wenn mir jemand anders sagt, der das tun könnte, wenn hier einige Golgariten wären, dann würde ich mich auch gerne auf diese verlassen, aber wir haben halt niemanden, der mir einfällt. Das würde ich jetzt geben für eine echte Bourbonkirche. Da habt ihr nicht Unrecht.
Was meint ihr mit echter Bohrkirche? Oh, aber mir führt keine Diskussion, die ihr nicht gewinnen könnt. Diese Diskussion gewinne ich auf jeden Fall. Es gibt nur eine wahre Bohrenkirche. Richtig, Abelmir. Und die sitzt genau, in Puni. Absolut recht. Ach, Abelmir, ihr hattet so einen schönen Anfang und dann habt ihr es alles mit dem Arsch wieder eingerissen. Ich kann ja nicht mehr zustimmen. Aber lasst uns diese, ich schiebe dieses Ding auf. Kiaras, macht euch besser bereit, was auch immer da rauskommt, zu empfangen. Und also gut. Ich denke, es ist wäre trotzdem eine bessere Idee, wenigstens zu sagen, dass wir hier unten sind. Sarkophage, Plural, 8 Stück. Ja, ich gehe als erstes zu dem von dem Herren, der Noralek, wenn ich das überhaupt unterscheiden kann. Wenn ich das nicht unterscheiden kann, gehe ich zu irgendeinem. Steht da, also der Name steht zumindest dran an den Sarkophagen. Du gehst mal nach. Guckst da wohl hin, der zweite Sarkophag, vor dem du stehen bleibst, da steht dann tatsächlich dran. Aldek Preyofold, das ist er nicht. Aber ja klar, Noralek, das ist der danach kommt. Preyo war der erste. Wie ist das versiegelt? Also liegt da einfach eine schwere Platte drauf? Oder also, wie kann ich mir das vorstellen? Du hast wie gesagt, die Wände dieses Raums sind nicht ganz rund. Ne? Das sind wie gesagt 13 Ecken, 13 Wände. Und in die sind dann sehr harmonisch Sarkophage reingeschoben worden. Das ist eine Krypta. Und die kannst du dann, schwere Stein-Sarkophage kannst du dann rausziehen. Und dann könntest du versuchen, den schweren Deckel beiseite zu schieben. Da sind auch viele Verzierungen drauf mit Greifen und Sonnenrädern und sowas. Würdet ihr mir einmal zur Hand gehen, Isarun? Sieht schwer aus. Ja, sicher. Würdet ihr denn Licht machen, Abelmir? Aber sicher. Fiatox. Dann lehne ich einmal meinen Magierstab gegen die Wand und helfe Rafim. Ja, mit gemeinsamen Kräften könnt ihr erst den schweren Steinsarkophag auf den Boden donnern lassen, dass es lautes Geräusch gibt und dann könnt ihr mit genug Platz auch den Deckel beiseite schieben. Und seht darin einen einbalsamierten Körper. Ihm fehlt der Arm. So, hier liegt eine Leiche. Und ihr fehlt der Arm. Wie alt sieht die Leiche aus? Also Jahrhunderte alt oder Jahre alt? Also ich wollte jetzt so oder so mal eine Anatomieprobe einfordern. Die dürft ihr alle würfeln. Sie ist nicht erschwert um 13. Wenn man jetzt keine Anatomie hat. Heilkunde wurde 2-3 Schritte zurück. Sieht nach Leiche aus. Also, ihr fällt in verschiedenen Sachen heraus. Isarun kann bestimmen, dass die Leiche wohl, gut, sie riecht so ein bisschen vermodert nach diesen Kräutern, die man beigesetzt hat. Du weißt wohl auch, dass bei vor allem im thulamidischen Raum, wo dann das eher der Fall ist, wird man dann Organe entnehmen, weil das die ersten Sachen sind, die dann faulen. Dass der Leiche wohl ein Arm fehlte, war prämortem, also vor dem Tod. Ihr fiel aber nicht ein, dass bekannt ist, dass die Priesterkaiser fehlende Gliedmaßen haben. Darüber ist nichts bekannt. Die sind wohl sehr alt geworden. Also so um die 90, möchtest du meinen, aber fehlende Arme, viele Gliedmaßen. Aber mir wird klar, das ist der Körper einer Frau. Sagt Isarun, dieser Noralek, war es ein Mann oder eine Frau? Also meines Wissens nach ein Mann. Dies ist der Körper einer Frau. Ach. Dann ist das vielleicht gar nicht Noralek, sondern irgendwer anders. Oder ein weiteres Puzzleglied. Eine weitere Täuschung. Aber das spricht doch vielleicht dafür, dass die Priesterkaiser unschuldig sind. Vielleicht waren sie nur Marionetten. Ja, vielleicht hat dieser verrückte Kult aber auch einfach nur 8 Statuen aufgestellt, dann die Namen der Priesterkaiser eingetragen und freut sich jetzt Keks darüber.
Das weiß doch keiner. Kannst doch, wir können doch hier nicht uns auf irgendwelche Ketzer verlassen. Ich schaue mich einmal um. Fehlt einer der Statuen ein Arm? Ja. Einer Frau? Ja. Schaut euch doch mal die Statue da an. Fällt euch etwas auf? Ihr fehlt auch der Arm, das ist mir auch aufgefallen. Wenn das hier die 8 Märtyrer darstellen soll und 8 Särge, sind sie wirklich verbrannt worden? Tja, das kann natürlich auch sein, dass das alles nur eine Geschichte war. Dass gar keiner verbrannt worden ist und ja, aber wie haben die dann sonst den Konflikt ausgelöst? Vielleicht sind die 8 Priester Kaiser. Also nur weil jemand einem Arm fehlt. Das ist jetzt nicht einer in 100, aber einer in 1000 kenne ich Männer, denen die Arme fehlen. Also es ist jetzt nicht das Seltenste. Vor allen Dingen bei Menschen, die vermutlich ihre Gliedmaßen opfern. Vielleicht hat auch einfach nur jeder dieser Priester Kaiser, der hier begraben liegt, genau das gleiche geopfert wie ein Märtyrer. Was ist mit dieser Heliodame? Von der habt ihr doch nichts gefunden, oder? Also im Körper meint ihr jetzt? Nein. Richtig. Sie war doch auch eine Frau. Ja gut, es gibt viele Frauen. Ja, das meinte ich auch nicht, aber... Ich gucke Abel mir ein bisschen fassungslos an. Wir sollten einmal die anderen Särge öffnen und überprüfen, wie sehr diese Abbilder hier mit den Wunden übereinstimmen. Muss das sein? Tatsächlich. Wie sicher sind wir überhaupt, dass diese 8 Statuen wirklich die Märtyrer darstellen? Oder nur 8 Leute, die sich vielleicht verkleiden wie die Märtyrer? Sagt einmal, Isarun. Diese Nachricht, dass diese Märtyrer verbrannt wurden, wie gelangte sie nach Gareth? Gute Frage. Ich nehme mal an, durch irgendwelche Boten. Oder vielleicht Händler? Das ist doch jetzt schon über 1000 Jahre her, Abel. Das weiß doch keiner mehr. Ich denke, es ist vielleicht wahrscheinlicher, dass zu irgendeinem Zeitpunkt vor 600 Jahren genau dasselbe passiert ist wie jetzt auch, dass ich irgendwelche Zeloten mit denselben Namen ausgeben und denselben Berufen wie die Märtyrer. Das also sie waren damals nicht sein. So schnell gestoppt worden. War das Horasreich also gänzlich unschuldig, könnte man sagen. Ach, Abel, also, jetzt hör doch mal auf, darauf herumzureiten mit dieser Gründungsgeschichte. Das hat doch nun wirklich hier noch nichts zu tun. Das war vor 600 Jahren. Diese verdammten Mittelreiche haben Vosbaran den Erdboden gleich gemacht. Darüber kann man nicht hinwegsehen, einfach so. Ja, vielleicht seid ihr dann Reichsritter des falschen Reiches geworden. Also wirklich, aber mir enttäuscht mich mit eurer Disharmonie. Was wäre, wenn die Garreter nach Alan verkämen und diese Stadt anzünden würden? Würden wir sie alle Tempel töten? Verwüsten? Würden wir sie alle töten? Selbstverständlich würden wir sie alle töten. Als wenn sie jemals in der schwarzen Armada vorbeikommen würden. Deswegen baut man eine Armada. Stellt euch vor, eure Tempel sind verwüstet, eure Stadt ist vernichtet. Würdet ihr denn auch sagen, nun ja, ist halt passiert. Kümmert euch nicht weiter darum. Aber ihr sprecht hier nicht über so eine unwichtige Stadt. Ihr sprecht hier über Al-Anfa. Die Perle des Südens. Bosbaran war die Perle des ganzen Kontinents. Ja, Reiche kommen, Reiche fallen. So ist nun mal der Lauf der Dinge. Nur Al-Anfa ist für ewig. Al-Anfa war ein kleines Dorf, was von den Bosbaranern gegründet wurde. Vergesst das nicht. Aber mir macht euch keine Feinde, die ihr nicht überleben könnt.
Es ist mir wirklich vollkommen egal, was ihr über Bosparan denkt oder an Anfa oder was bei einem potenziellen, rein theoretischen Konflikt herauskommen würde. Können wir uns jetzt bitte darauf konzentrieren, dass wir hier eine mörderische, selbstmörderische, komplett wahnwitzige Sekte vor uns haben? Ja, müssen wir uns die anderen sehr genau prüfen. Ihr habt recht. Ach, muss das sein? Ja. Ich bin dafür. Wir gehen jetzt nach oben, holen uns sehr viel Lampenöl, kommen wieder und verbrennen den ganzen Kram hier. Die mag ich, ja. Ihr wollt die Sachen unter den Tisch kehren? Wie ihr wollt diese ketzerischen Abbildungen etwa erhalten haben? Nein, ihr überblickt das Ganze noch nicht. Dieser verdammte Kult hat den Praeus-Kult unterwandert seit 600 Jahren. Mitten ja, so unter der Stadt. Auch schon. Und ihr wollt es einfach so geschehen lassen? Wir können nichts geschehen oder ungeschehen lassen. Es ist 600 Jahre her, Abelmeer. Ja, wenn ihr eine Möglichkeit habt, dass wir in der Zeit zurückreisen und das alles verhindern können, bitte haltet nicht damit hinter dem Berg. Wir werden hier göttergefällig alles Ketzerische dem Erdboden gleich machen und dann einen vernünftigen Bericht schreiben und es dem Gesindetempel übergeben. Ihr wollt einen Bericht darüber schreiben? Seid ihr völlig wahnsinnig? Selbstverständlich. Wir tun hier schließlich ein göttergefälliges Werk. Ihr tut ein göttergefälliges Werk, indem ihr das Mittelreich und die Praeus-Kirche zerstört? Meint ihr das wirklich? Also ich hätte jetzt keinen Bericht an die Sinnekirche geschrieben, aber an zu Hause natürlich. Ich denke nicht, dass es in irgendeiner Weise die Praeus-Kirche beeinträchtigen wird, wenn wir herausfinden, dass es nicht die Praeus-Kirche war, die so viel Scheiße gebaut hat, sondern ein Kult, der die Stadt unterwandert, der ausgemerzt werden muss. Wenn wir das Ganze jetzt unter den Teppich kehren und den Kult weiter hier seine Wurzeln greifen lassen, weiter wachsen lassen wie ein Geschwür, dann machen wir etwas falsch. Das hier muss ganz genau wie eine Wunde behandelt werden. Wir brennen sie aus und dann muss sie an die frische Luft, an das Licht der Wahrheit kommen und dann erst kann sie verheilen. Ich glaube, ihr habt die falschen Vorstellungen. Was wollt ihr denn tun, Abelmir? Erzählt. Oh, ein Märchen vom bösen Raul erzählen bestimmt. Das ganze Mittelreich ist ein Witz. Seht ihr? Das ganze Herrscherhaus. Ja, was wollt ihr tun, Abelmir? Erzählt es doch. Ihr wollt nicht, dass wir irgendwem davon erzählen, was wir hier gefunden haben. Was sollen wir stattdessen tun? Was? Erzählt. Vielleicht habt ihr euch zu sehr mit den Märtyrern angefreundet. Vielleicht seid ihr selbst schon in Versuchung. Nein, das sicherlich nicht, aber... Also tatsächlich... Ich weiß nicht, ob jemand von euch es berichtet hat, aber hat irgendjemand die Behauptung dieses Schwarzmagiers, mit dem wir sprachen, wie hieß ja nochmal Paul Berra, weitergetragen? Ja, was genau meint ihr? Ja, sagen wir mal, dass gewisse Kinder anders gezeugt wurden, als das, sagen wir mal, im Mittelreich anerkannt wurde. Von gewissen Herren, die wir getötet haben. Nun gut, das ist natürlich immer fragwürdig, was ein Brabaker sagt, aber... Richtig. Genauso fragwürdig ist es aber auch, was irgendein Ketzerkult sagt. Das ist wohl wahr, aber um ganz ehrlich zu sein, muss es uns interessieren. Also, mir kann es natürlich scheißegal sein, aber wir sollten ganz vorsichtig sein, ob wir in dieser Zeit jetzt noch mehr Unruhe stiften. Grundsätzlich muss das ans Licht der Wahrheit, da bin ich bei euch, aber ob jetzt der Moment ist dafür, ist etwas anderes. Und wer sagt euch denn, dass dieser Kult inaktiv ist? Dieser Name? Der Kult ist ganz gar nicht inaktiv, deswegen sind wir doch überhaupt erst auf ihn gekommen, weil sie aktiv werden. Deswegen müssen wir doch gegen sie vorgehen, deswegen können wir sie nicht einfach ignorieren und unter den Teppich scheren. Aber ihr habt wohl zu viel Sägestaub eingeatmet. Nein, wir sollten das bloß den richtigen Leuten, wenn nur, erzählen. Wir sollten nicht dies in eine Gesindekirche verbreiten oder zum einfachen Volk. Die Gesindekirche weiß besser als jeder andere Ort auf dieser gesamten Welt, wer welches Wissen haben muss und welches Wissen gefährlich ist und weggesperrt gehört. Ganz genau.
Wir sollten uns ganz genau überlegen, was wir wem erzählen. Wir müssen können selbstverständlich der Praios-Kirche davon erzählen, denn Praios hat die beschützt, die nicht diesem Kult angehören und diejenigen sterben lassen, die dem Kult angehören. Ihr erinnert euch, dass dieser Gambard von Turanen ebenfalls Mitglied der Inquisition war und der Praios-Kirche. Und er wurde offensichtlich bestraft. Genau. Können wir sicher sein, dass alle Praios-Kirchen Oberhäupter wirklich Praios unterstehen? Nein. Nun, da Praios es persönlich getan hat, ich meine, dass war es wirklich Praios? Raphim ihn in Frage stellen, das verstehe ich ja noch, aber ihr Abemir? Ihr müsst das aber mal so überlegen. Was Abemir sagt, ist, dass vermutlich alle, die jetzt in der Stadt des Lichts sind, von denen können wir ausgehen, dass Praios die gestraft hat, die ihm nicht folgen. Aber wie viele Inquisitoren, wie viele Anhänger, wie viele Priester waren nicht in der Stadt des Lichts? War es wirklich Praios? Legt einmal, wem war diese Festung geweiht? Definitiv nicht Praios. Es war das ewige Licht des Praios, die es dort geschieden hat. Praios hat ihnen seinen Schutz angedeihen lassen. Von wem wurden diese Ketzer erschlagen? Nicht von Praios. Von irgendwelchen Trümmerteilen. Ihr habt doch und gesehen, was mit der... Und wem waren diese Trümmerteile gewidmet? Dem Herrn der Rache, nicht wahr? Das kann man so persönlich nicht sagen. Also, die fliegende Festung war ja ein Konglomerat aus zwei verschiedenen erstdämonischen Domänen. Das wäre nicht das erste Mal, dass sich Dämonen gegenseitig in den Rücken stechen. Ich glaube nicht, dass wir alle Mitglieder dieses Zirkels erwischen. Deswegen müssen wir sie ausbrennen, so viel wie möglich und so effektiv wie möglich. Wo wollt ihr anfangen? Hier. Bei wem? Meint ihr, ihr richtet so aus, wenn ihr diesen ketzerischen Tempel vernichtet? Natürlich. Dann wird der neu aufgebaut, irgendwo anders. Dann haben sie keinen Ort mehr, an dem sie beten können, an dem sie ihrem Dämon weiterhin Blut opfern können. Das sind nur Steine. Die kann man neu aufbauen. Aber das Fleisch treffen, die Steine. Das ist eines Tempels, oder? Was ist denn die Alternative, außer es zu vernichten, Abelmir? Sollen wir diesen Ort hier einfach bestehen lassen? Weiterhin dafür sorgen, dass dieser Kult einen Ort hat, an dem sie beten können? Wir müssten diese Kultisten vielleicht hervorlocken aus ihren Verstecken. Ach, Abelmir, wenn das so einfach gewesen wäre, hätten die das doch schon vor 600 Jahren gemacht. Als die hier sich aufgeführt haben wie die Mäuse, wenn die Katze aus dem Haus ist. Nun ja, aber sie standen ja unter dem Schutz der Praios-Kirche. Das werden sie, wenn das die gleichen Kultisten sind, eventuell heute immer noch tun. Und nicht, dass ich unseren eigenen Einfluss schmälern möchte, aber wenn jetzt zum Beispiel ein Großinquisitor der Praios-Kirche unser Verdächtiger ist, bezweifle ich unsere Möglichkeiten, eventuelle Vorwürfe durchsetzen zu können. Was eine Tatsache ist, dass es dieser Kult unvorsichtig geworden ist, dass sie bei weitem nicht mehr so nun ausladend sind, wie sie vielleicht noch vor 600 Jahren waren und auch wahrscheinlich gar nicht mehr so viel Macht besitzen. Ich meine, die Zeloten stehen auf offener Straße und verkünden, sie versuchen nicht einmal sich zu verstecken oder gar irgendwas vor den Mund zu halten. Sie haben vor uns ausgesprochen, welchen Dämonen sie folgen. Es ist durchaus möglich, dass sie einfach nur so zurückgebildet sind, dass sie sich nicht mal mehr wissen, wie sie sich richtig verstecken müssen. Ja, aber diese Namen habt ihr doch noch nie vorher gehört. Bis auf dieser komische Magier-Fuzzi da aus irgendwo, hatte ich auch noch nie davon gehört. Keiner von uns. Ja, weil sie nicht damit gerechnet haben, dass sich irgendwer noch erinnert. Und nun, scheinbar waren sie unvorsichtig. Ja, richtig, oder? Aber es muss ja einen Grund geben, dass sie die Kette jetzt wollen. Die Stadt ist schwach, gefallen, es gibt viele Tote, die Führung ist kaum vorhanden gewesen. Ja, aber das ist doch jetzt... Ein perfekter Angriffspunkt. Aber... Wann sonst die Macht übernehmen, wenn nicht dann, wenn es schwach ist, wenn man die Gelegenheit hat? Ja, aber was ich nicht verstehe ist, entweder wissen die nicht, wo die Kettenglieder sind,
Ja, eigentlich müssten sie das nicht wissen, weil sonst hätten sie doch einen Freien sammeln können. Oder nicht? Vielleicht sind sie nicht. Gar nicht mehr so geeint oder gar nicht mehr so weitreichend, wie sie es einst waren. Oder wenn wirklich diese Kettenglieder spezielle Funktionen gehabt hatten. Und sie diese in der Stadt bestand. Ja, aber sie wollten sie ja zusammenfügen. Sie haben oder doch dann neu schmieden. Oder richtig, vielleicht sie haben die Goldschmied. Teile neu schmieden, die gefehlt haben. Sie wollten ein weiteres Artefakt schmieden, ja. Das sollte ja aus den geraubten Tempelschätzen gemacht werden. Vielleicht ist die alte Kette einfach nicht mehr vollständig. Möglich. Wir haben ja keine einzige der 12 Scheiben gefunden. Wir sollten einmal überprüfen, ob in allen Särgen Leichen liegen und danach sollten wir das hier alles in Brand stecken und niederbrennen. Wir könnten noch eine weitere Person zu der Struktur befragen, also zu den Namen hier und wie überhaupt die Hierarchie aufgebaut ist. Wir haben doch noch unseren Bekannten, der in der alten Residenz sitzt. Wollt ihr wirklich Rafim noch einmal auf die Gefangenen loslassen? Vielleicht nicht auf die gleiche Art und Weise. Also ihr sagt das so vorwurfsvoll, als würde ich mich schämen. Ich weiß, dass ihr euch nicht schämt. Danke. Aber ich muss Isarun auf jeden Fall zustimmen. Die Leichen sollten wir verbrennen. Es ist nicht so, als wenn ihre Seelen zu Boron gehen könnten. Sie werden wahrscheinlich schon längst von den Dämonen verschlungen. Da bin ich bei euch. Wir sollten nur kurz vorher überprüfen, ob in allen Särgen auch tatsächlich Leichen liegen. Am besten diesen Sarg mit dem ersten Priesterkaiser. Hier, den da uns. Wir sollten, so widerlich das auch klingt, die Leichen mit den Statuen vergleichen. Richtig. Wollen wir dann Isarun? Wir wollen. Wir wollen. Hau ruck! Ja, ihr zieht den ersten Sarkophag aus den Wänden heraus, öffnet wieder einmal den Deckel und seht darin keine Leiche, sondern ein Buch.